Schnarchender Albtraum vieler Deutscher. 50% der Bevölkerung sind davon betroffen und verlieren dadurch nachts rund 2 Stunden Schlaf. Max kann nachts auch mal bis zu 80 Dezibel laut werden, so laut wie ein vorbeifahrender LKW. Seine Freundin Ina ist genervt. Wenn es mir sehr auf den Keks geht, sein Schnarchen, dann versuche ich schon, ihn erstmal sanft zu wecken, aber... Ich bin auch schon mit dem blauen Auge wach geworden, so ist es nicht. Ja. Mit deutlich weniger Gewalt sollen diese 3 Anti-Schnarch-Gadgets endlich für ruhigere Nächte sorgen. Als erstes testen Ina und Max den Snorestopper. Der Hightech-Ohrstecker kostet 135 Euro und kann an beiden Ohren getragen werden. Yes. Ja, so in etwa. Aber es ist gar nicht mal so unbequem, wie ich dachte. Mhm. Ich glaube, wenn du drauf liegst, geht auch. Eine dazugehörige App zeichnet auf, wie laut und wie oft Max in der Nacht schnarcht. Ein Mikrofon registriert Schnarchgeräusche und sorgt dafür, dass der Ohrstecker dann fiebt und vibriert. Das ist ein ganz leises Piepsen. Erinnert mich so ein bisschen ans Krankenhaus irgendwie. Er piepst immer noch, also reden darfst du auch nicht. Ina und Max testen den Ohrstecker mehrere Nächte. Ihr Videotagebuch zeigt, endlich herrscht Ruhe im Schlafzimmer. Aber... Bin doch ziemlich laut und penetrant in die Ohren reinpiepst und vibriert. Und ich konnte damit nicht wirklich zum Schlafen. Ja. 2 Wochen später ziehen die beiden Bilanz. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, solange er es drin hatte, hat er tatsächlich nicht geschnarcht. Ob es daran liegt, dass er nicht geschlafen hat, weiß ich nicht, aber ich konnte perfekt schlafen. Und auch in der App sieht man ein Resultat. Fazit, zwar wurden Inas und Max Nächte ruhiger, der Tragekomfort des Gadgets ist aber mangelhaft. Vielleicht beendet ja unser zweites Gadget Max Schnarchproblem ein für alle Mal. Dieser Schnarchzapfen für rund 9 Euro. Soll ich dir vielleicht helfen? Schon drin, glaube ich, oder? Also auf jeden Fall sieht das sehr schick aus. Ich fühle mich auch dezent blöd nur, aber man kriegt tatsächlich gut Luft. Die Spirale soll dafür sorgen, dass Max durch Stabilisation der Nasenwände beim Schlafen besser Luft bekommt. Das Videotagebuch zeigt, immer wieder durchdringen vereinzelte Schnarcher die Stille. Dementsprechend fällt auch das Resultat aus. Das hat wahnsinnig viel Luft bekommen, das hat man tatsächlich gemerkt. Ich habe ihn mir nur nachts immer rausgerissen. Wenn er es drin hatte, hat es tatsächlich, bin ich nicht wach geworden vom Schnarchen oder so. Aber als ich wach geworden bin, habe ich gesehen, dass es neben ihm liegt, weil er sich einfach im Schlaf rausgerissen hat. Aber vielleicht ist die Spirale ja in einer Nummer größer die Lösung für Max' nächtliche Störgeräusche. Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben. Ein Großteil der Betroffenen schnarchen vor allem dann, wenn sie auf dem Rücken liegen. Hier soll unser letztes Gadget helfen, das Anti-Schnarch-Kissen für rund 260 Euro. Ein integriertes Mikrofon registriert die Geräusche und reagiert darauf mit einem eingebauten Blasebalg. Aber tatsächlich tut sich da direkt was, gell? Wow! Schiebt man das Gadget unter das Kissen, bläht es sich beim Schnarchen so weit auf, bis es den Schnarcher zwingt, die Schlafposition zu ändern. Ah doch, jetzt spürt man es. Mein Kopf steigt ein bisschen. Nachts zeigt sich, das Gadget hat leider keinerlei Einfluss. Max schnarcht munter weiter im Sekundentakt. Das Problem war eben, dass er ruhig geschlafen hat und fröhlich weitergeschnarcht hat, bis sich dieses Kissen-Gadget komplett aufgeblasen hat und ihn eben geweckt hat. Deswegen, also für mich hatte das überhaupt keinen Nutzen, weil er ja trotzdem weitergeschnarcht hat. Bei unserem Pärchen ist das Kissen-Gadget leider durchgefallen. Einem reinen Rückenschnarcher könnte es aber trotzdem helfen. Schnarchen ist nicht nur nervig, es ist auch gefährlich. Studien zeigen, dass starke Schnarcher eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Schlaganfall zu erleiden. Wenn also nichts gegen das Schnarchen hilft, sollte man besser zum Arzt. Das kommt nicht nur der eigenen Gesundheit zugute, sondern auch der Beziehung. Also leuchtet nur für uns.